Bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in der kommenden Woche darf der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ausnahmsweise per Video sprechen. 101 UN-Mitgliedstaaten stimmten dafür, nur 7, darunter Russland, dagegen. Die Schockwelle nach dem Fund hunderter Leichen in der aus russischer Hand befreiten ostukrainischen Stadt Isjum ist groß. Die Welt müsse sehen, was die russische Armee hinter sich zurückgelassen habe, so der ukrainische Präsident in einem Appell an die internationale Gemeinschaft. Ein weiteres Massengrab mit ermordeten Menschen, darunter Kinder und Erwachsene, Zivilisten und Militärangehörige. Sie seien gefoltert, erschossen, durch Granatenbeschuss getötet worden. Ganze Familien seien dort begraben. Mehr als 400 Gräber befinden sich in dem Wald bei Isjum. Man wisse noch nicht genau, wie viele Leichen es seien. Die Exhumierung habe gerade erst begonnen. Schon jetzt gäbe es Beweise für weitere Gräueltaten, die während der russischen Besatzung begangen wurden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußerte sich zutiefst schockiert über die Gräueltaten und bekräftigte die Unterstützung der Ukraine durch die EU. Auch die USA äußerten sich bestürzt. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby sagte, es passe leider zu der Art von Verdorbenheit und Brutalität, mit der die russischen Streitkräfte diesen Krieg gegen die Ukraine und das ukrainische Volk führten. Der Fund von mehr als 440 Gräbern in einem Wald nahe Isjum ruft Erinnerungen an die grausamen Leichenfunde in der Stadt Butscha zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wach. Laut ukrainischen Behörden hätten mehrere Tote die Hände auf dem Rücken gefesselt gehabt. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf will Beobachter nach Isjum schicken.